Hey, ADHS-Athlet und willkommen zu dieser Videolektion. In dieser Videolektion dreht sich alles um das Thema die Ja-Sager-Krankheit. Ich habe Folgendes beobachtet: Die meisten ADHS-Menschen sagen viel zu oft Ja. Und du musst dir Folgendes bewusst machen: Für jedes Ja zahlst du einen Preis. Weniger Zeit, Kraft, Energie von deinen eigenen Vorhaben oder auch für die Menschen, die dir halt viel wichtiger sind, für die du gerne etwas tun würdest. Du hast sehr oft Stress, weil du zu vielen Leuten Ja gesagt hast, dann zusätzliche Aufgaben hast, die zu denen hinzukommen, die du eh schon machen musst. Häufig auch Ärger darüber, doch wieder nachgegeben zu haben und nach einer gewissen Zeit das nagende Gefühl ausgenutzt zu werden. Bedeutet, die meisten von euch sagen viel zu oft Ja, also zu irgendeiner Bitte oder einer Anfrage: Kannst du beim Umzug helfen? Ja. Kannst du hier mich unterstützen? Ja. Willst du am Wochenende feiern gehen? Ja, ja, ja. Und auf einmal hast du extrem viele Aufgaben, die du eigentlich gar nicht machen wolltest. Du hast viele Termine, auf die du überhaupt keinen Bock hast und für die du überhaupt keine Zeit hast. Und das ist sehr, sehr, sehr fatal. Und hier musst du Folgendes wissen: Du bist kein schlechter Mensch, nur weil du eine Bitte ablehnst. Weil ganz ehrlich, niemand kann ständig für alle bereitstehen und du bist auch keineswegs egoistisch, denn gut für dich zu sorgen ist das Gegenteil von Egoismus, das ist Altruismus. Weil du kannst nur dann wirklich anderen etwas geben, wenn du selbst genug Kraft und Energie hast und vor allem dann, wenn du gerne tust, worum man dich bittet. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Umzug hilfst und überhaupt keine Zeit und keine Lust hast dazu, dann kommst du da irgendwie an mit einer schlechten Laune, kannst eh nur den halben Tag bleiben. Und du hilfst deinem Freund dann damit auch überhaupt nicht. Deswegen mach dir das wirklich bewusst. Ein schönes Beispiel ist Folgendes: Du sitzt im Flugzeug und das stürzt ab. Dann kommen diese Atemmasken runter. Wem setzt du die zuerst auf? Richtig, dir selbst. Und ich habe von einem Teilnehmer in diesem Coaching hier gelernt, der ist Rettungssanitäter, dass das an einer Zeitspanne liegt, denn du hast nur 18 Sekunden Zeit, bevor du bewusstlos wirst. In dieser Zeitspanne kannst du ja dann nicht versuchen, jemand anderen das aufzusetzen, weil sonst kippst du selbst um. Du musst für dich zuerst sorgen. Und was kannst du jetzt praktisch tun, um dieses Konzept in deinem Leben zu etablieren, zu implementieren? Da empfehle ich dir die Not-To-Do-Liste. Und du kennst bestimmt die To-Do-Liste. Da schreibst du alles drauf, was du tun musst oder tun willst. Und die Not-To-Do-Liste ist also genau das Gegenteil. Da schreibst du alles drauf, was du nicht mehr tun möchtest. Du schreibst alle Menschen drauf, zu denen du Nein sagen wirst. Du schreibst auch alle Dinge auf, die du reduzieren möchtest. Zum Beispiel kannst du sagen, Nein zu Bitten und Anfragen von anderen. Nein zu Marie, Nein zu Thomas. Ich sage vielleicht auch Nein zu Social Media, Nein zu vielen neuen Büchern. Ich brauche nicht das hundertste Buch, ich brauche nicht die hundertste App. Ich lese lieber ein Buch 10-mal und setze das richtig um, anstatt mir immer wieder neue Dinge aufzuladen. Vielleicht auch Nein zu Menschen, die negativ sind, die dich runterziehen. Und das sind alles Dinge, die du da drauf schreibst, in diese Not-To-Do-Liste, kannst du dann wirklich fast täglich vielleicht durchlesen und die Dinge dann reduzieren. Denn viel wichtiger, als etwas richtig zu machen, ist das zu lassen, was du falsch machst. Viel wichtiger ist es, alle Fehler zu vermeiden, alles zu vermeiden, was dich krank macht, was dich stresst, als zu versuchen, alles richtig zu machen. Und viele Leute fragen sich, werde ich gesünder? Was muss ich machen? Welches Buch muss ich lesen? Und dann ist die Antwort, frag dich nicht, wie werde ich gesünder, sondern was macht mich aktuell krank? Was schadet mir? Und wenn du diese Dinge weglässt, hast du eigentlich schon gewonnen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Die Ausgangslage war so, dass ich im Endeffekt von der Ordnung her Probleme hatten und auch keinen klaren Tagesablauf bzw. Tagesstruktur. Und da hat mir der Elias enorm geholfen, vor allem im Bereich Ordnung schaffen. Das war bei mir noch so ein Key, also Ordnung auch zu halten und zu schaffen. Wie hat sich so das Thema Zeitmanagement verbessert? Weil du bist ja selbstständig als Filmemacher. Kannst du auch mal deine Firma kurz nennen, falls das hier jemand sieht, der geile Filme braucht? Genau, die Firma heißt Produktkino. Und wir machen einfach Imagefilme, Werbefilme und hochwertige Filme für Endkunden. Und für mich war es mega entscheidend, da wirklich einen sinnvollen Zeitplan auch zu erstellen. Das habe ich dann auch mit dem Elias gemacht. Und er hat mir dabei geholfen, wirklich hier auch das Wichtigste so zu strukturieren, dass ich immer auch konstant in die Umsetzung komme. Gerade, dass ich wirklich auch meine Ziele erreiche, dort auch wirklich auch Aufgaben nach hinten verschiebe, die nicht wichtig sind, und Aufgaben, die wichtig sind, am Morgen erledige, sodass ich dann wirklich immer in die konstante Umsetzung komme am Tag. Also das war so vom Zeitplan wirklich so das Beste. Von der Konzentration hat der Elias mir einfach mega viele Tools an die Hand gelegt. Ich habe gemerkt, dass mir die dabei helfen. Gerade es gibt so viele Dinge im Coaching, die man einfach
auch ja, nutzen kann im Alltag dann und die wirklich praktisch sind, wo man in die Konzentration einfach reinkommt. Mein Unternehmen hat sich so weit entwickelt, dass ich mehr in die Umsetzung kam, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch in dem Coaching eben Abschlüsse gemacht, also im Wert von über 10.000 Euro. Genau, also das ist auf jeden Fall sinnvoll gewesen, das anzugehen. Ich kann auch nur jedem das wirklich an die Hand legen, sich darauf einzulassen, auf das Coaching durchzuziehen, wirklich auch an sich arbeiten zu wollen, weil das ist auch was man fürs Leben macht und nicht irgendwie für die nächsten 3 Monate. Am besten hat mir gefallen, dass das Ganze sehr praktisch orientiert ist. Also ich habe schon mehrere Coachings gemacht, also in anderen Bereichen auch Selbstverwirklichung und ich habe schon gemerkt, dass das Coaching oder beziehungsweise die Art und Weise, wie der Elias das macht, sehr zugeschnitten ist einfach aufs ADS oder ADHS. Man hat einfach Dinge, die funktionieren. Hier heißt ein Produktkino, das kann man einfach direkt bei Google eingeben. Das findet man dann, kommt man auf eine Homepage und man kann unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Eben da könnt ihr dann das Kontaktformular ausfüllen, könnt uns einfach kontaktieren, könnt uns anrufen, könnt mich anrufen und man kann dann einfach das Projekt angucken, wo ihr machen wollt. Und wir werden auch dann einfach jedem, also wir antworten auf jede Mail. Es ist uns auch ein Anliegen, wirklich da jedem einfach eine Beratung zu geben, unabhängig davon, ob ihr das dann bucht oder nicht. Aber ihr würdet auf jeden Fall von uns eine zeitnahe Antwort bekommen.